Noch ist die Vermietung von Fernsehern, Waschmaschinen und Bekleidung in Deutschland ein Nischenmarkt. Doch Experten sehen dafür eine große Zukunft. Und die ersten großen Einzelhändler sind schon dabei, die Nachfrage zu testen. Ob Fernseher oder Waschmaschine, Abendkleid oder Babystrampler, Auto oder Rasenmäher, bei immer mehr Konsumgütern haben Verbraucher in Deutschland inzwischen die Wahl, ob sie die Produkte kaufen oder nur auf Zeit mieten wollen. Noch kaufen die Verbraucher fast immer. Doch das könnte sich ändern. Denn große Handelsriesen sind inzwischen auf den Verleihtrend aufgesprungen. Und Experten gehen davon aus, dass Mietmodelle in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen. Für die Unternehmensberatung KPMG und das Kölner Institut für Handelsforschung steht fest, bei Gebrauchsgütern geht es den Konsumenten immer stärker um Nutzen und Komfort statt um klassischen Besitz. Jeder sechste Verbraucher hat nach einer aktuellen Marktstudie bereits einmal ein Mietmodell genutzt. Weitere 43% der Verbraucher können es sich sehr gut vorstellen. In einer Zeit, in der die Lebenszyklen von technischen Geräten immer kürzer würden, müsse der Verbraucher abwägen, ob er wirklich jedes Produkt auf Dauer erwerben wolle, erklärt der KPMG-Konsumgüterexperte Marc Sievers den Trend. Produkte, die nur saisonal benötigt würden, bedarfsgerecht für einen bestimmten Anlass und Zeitraum zu mieten, statt sie zu kaufen, kann in Zukunft die Lösung sein, meint er. Das gelte nicht nur für Gartengeräte im Frühjahr, sondern ebenso für das Kinderbett oder festliche Kleidung. Zu den Vorreitern bei Mietangeboten gehören im deutschen Handel der Versandhändler Otto und die Elektronikkette Mediamarkt. Vor allem Mediamarkt sieht sich knapp ein Jahr nach dem Start der ersten Mietangebote auf dem richtigen Weg. Aus unternehmerischer Sicht sind wir mit der Entwicklung absolut zufrieden, so dass wir die Mietoption weiterhin online anbieten werden, betont Manager Lennart Vermeier. Das Unternehmen testet inzwischen in 5 Filialen im Großraum Berlin sogar die Ausweitung des Verleihservices auf das stationäre Geschäft. Genutzt werde das Angebot vor allem von Kunden, die bei den neuesten Techniktrends dabei sein wollten, sowie von Verbrauchern, die ein Gerät nur für einen gewissen Zeitraum benötigten, heißt es. Die durchschnittliche Mietdauer betrage 2 Monate. Der Versandhändler Otto startete sein Mietangebot Otto NOW sogar schon einige Wochen vor Mediamarkt. Zurzeit hat das Hamburger Unternehmen nach Angaben eines Sprechers mehrere tausend Geräte in der Vermietung vom 55 Zoll Ultra HD Fernseher für 47,99 Euro über Kaffeevollautomaten für 51,99 Euro bis zur Waschmaschine für 18,99 Euro, je pro Monat. Gemessen am Gesamtumsatz des Handelsriesen ist das Mietgeschäft damit